Ja, meine Lieben, da sind wir mal wieder. Das alte Mädchen ist an Bord, ihr seid an Bord und der Captain, der fährt heute nochmal in Richtung Blues. Viele, viele Jahre habe ich eigentlich gedacht, dass mit Pentatonik-Tonleitern eigentlich immer nur die Dur- und die Moll-Pentatonik gemeint ist. Das war ein Fehler. Weil ich habe festgestellt, dass ich mit dem normalen Dur, Moll, Blues, Pentatonik Kram eigentlich ein paar Sounds einfach nicht erreicht habe, die ich gehört habe, die ich gekannt habe. Und war Grund genug vor ein paar Jahren, als ich mich mal mit einem Buch über den Blues beschäftigt habe, mich mal ein bisschen tiefergehend mit diesem Thema zu befassen. Und ich bin da auf eine Tonleiter gekommen, die eigentlich so das Beste aus beiden Welten darstellt, nämlich aus der Moll-Pentatonik mit diesem ganz, ganz erdigen, ur-Blues-mäßigen Sound, also... Und der Dur-Pentatonik. Und den man so von eher so B.B. King kennt, während diesen Ur-Blues-Sound kennt man ja von Stevie Ray Vaughan, von Albert King. Versus diesen eher leicht durigen Sound von B.B. King. Und wenn ich mir dann so Künstler wie Robin Ford, Larry Carlton und so weiter angehört habe, da dachte ich mir, Junge, irgendwie ist da noch ein bisschen was anderes. Und ich bin über einen Umweg über die sogenannte Moll-6-Pentatonik zu einem Phänomen gekommen, was ich Dominant-Pentatonik nenne. So, was ist nun eine Dominant-Pentatonik? Sie unterscheidet sich von einer ganz normalen Dur-Pentatonik nur mit einem einzigen Ton, aber dieser Ton macht einen riesen Unterschied. Wir machen es mal in C-Dur, weil C-Dur-Pentatonik ist einigermaßen bekannt, hoffe ich. Die geht ja so. Also für einen C-Dur-Akkord. Enthält so ganz viele Phrasen, die so ein sehr süßlichen Sound haben, der so ein bisschen so Country-mäßig daherkommt. Und wenn man das jetzt in einem Blues spielt, dann klingt das ganz okay, aber hat halt immer so ein bisschen so ein Country-Sound dabei. Während wenn man diesen Moll-Pentatonik-Sound spielt, den Blues-Scala-Sound, ist das direkt immer so richtig... dunkelblauer Blues-Sound. So, und die Dominant-Pentatonik, die hält sich so dazwischen auf. Die Dur-Pentatonik enthält ja die Töne C, D, E, G und A. Und dann geht's wieder auf C. So, und um zur Dominant-Pentatonik zu gelangen, verändert man jetzt nur eine einzige Note, nämlich die Note A. Zum B. Na, geht's weiter? So, und man hat die Blues-Tonalität, man hat so ein bisschen so dieses,
etwas aufgelockertere Dur-Feeling. Aber es stecken auch noch, neben diesem Blues-Sound stecken noch ein paar ganz interessante melodische Töne drin. Man hatte eigentlich im Grunde genommen in dieser Tonart so einen verkürzten C-Dur-Akkord. Der ist sogar ganz drin. Aber auch so einen verkürzten B-Dur-Akkord. So, und das gibt einem so ein bisschen so einen leicht Fusion-Blues-Sound. So, wenn man da jetzt so ein bisschen so ein paar Zieltöne chromatisch umspielt, kommt dann... so ein moderner Blues-Sound zustande. Ne? True Blues. So, und wenn man das wieder mit so Blues-typischen Artikulations- Feinheiten wie so Halbtonziehern garniert. Klingt das eigentlich ganz gut, ne? Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn man es jetzt mal von einer anderen Sichtweise aussieht, könnte man auch sagen, dass diese Dominant Pentatonic eigentlich sowas wie ein G, jetzt wir sehen in C, sorry, ein C7-9 Arpeggio ist. Also wir haben ein C7 Arpeggio. Und da wird jetzt die Sekunde bzw. die None quasi eingesetzt. Man hat dann aber fünf Töne und ich habe mir so angewöhnt, Arpeggien eigentlich immer nur bis vier Tönen zu denken. Weil sonst wird es einfach zu kompliziert für mich. Das sind so dann überschaubare Strukturen, die kriege ich ganz gut hin. Und alles, was fünf Töne hat, ist für mich eine Pentatonik-Tonleiter. So, und ist meiner Meinung nach ein voll guter Sound, der so einen modernen Blues-Style verkörpert. Und coole Sache. So, und jetzt nochmal zu dem Umweg, über den ich auf diese Tonleiter gestoßen bin. Ich habe in irgendeinem Unterrichtsvideo von Robin Ford und auch in vielen Berichten über ihn immer was von einer Moll-6-Pentatonik gelesen. So, und habe gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt. Und dann bin ich auf Folgendes gestoßen. Wenn Robin Ford, sagen wir mal, einen Blues in C spielt, denkt er über den C7-Akkord, C-Dominant-Pentatonik, also das, den Stuff, den ich die ganze Zeit gespielt habe. So, den ganzen Kram, den wir da gerade hatten. So, und wenn es auf F7 geht, denkt er auch da Dominant-Pentatonik, aber F. So, und wenn wir jetzt mal uns die Töne der F-Dominant-Pentatonik angucken. Sind das ja verrückterweise die Töne einer C-Moll-6-Pentatonik. Und das ist ja so immer die geheime Robin-Ford-Skala. Ah, kleiner Denkfehler, würde ich sagen, weil die Tonleiter nämlich eigentlich über einen F7-Akkord gespielt wird. Das heißt also, Robin Ford wechselt die Skalen über C.
über F. Und dann geht es wieder zurück zum C. Und sollte es einmal zu einem G kommen, wechselt er dann selbstverständlich über die G-Dominant-Pentatonik, auf die G-Dominant-Pentatonik. So, also Blues mit ein bisschen Denken dabei, Dominant-Pentatonik, vollkommen coole Tonleiter für modernen Blues-Sound. Ich bin gespannt, auf was für Ergebnisse du kommst und ich sage tschüss, bis zur nächsten Woche. Das war Kapitän Fischer auf der msmusikmachen.de in Richtung Blue Hawaii, um es mal mit einem Elvis-Titel zu sagen. Stay tuned, bis nächste Woche. Tschüss.